Revision 468. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Working Draft Podcast. Wir sind auch nur zu zweit heute. Einmal hätten wir da den Hans. Hi. Und ich bin der Shep. Und bevor wir starten, vielleicht noch mal kurz der Hinweis, dass ihr uns auf Patreon findet unter patreon.com/workingdraft und dort sozusagen dem Fandom huldigen könnt. Dafür gibt es auch Sticker und es gibt eine Rohfassung von unseren Aufnahmen vorab. Und ich glaube, das ist es, oder? Was wir noch haben, das ist recht neu, nämlich den Newsletter. Der genau. Geht auch immer ab. Da kriegt ihr die neuesten Infos über die Ausgaben natürlich, über unsere Episodes. Aber auch noch Zusatzcontent, nämlich ein paar Links, Fundstücke, die wir über die Woche gesammelt haben. Deswegen geht mal auf workingdraft.de/newsletter und falls ihr Bock habt, subscribed. Genau, ich glaube, das ist es, oder? Haben wir noch irgendwas Neues? Ach ja, wir haben ja noch die Cookie-Bar-Events, auf die können wir auch noch hinweisen. Das sind so Auskopplungen, die es immer mal wieder gibt, wo wir uns einfach mal live so viele wie halt gerade können von uns auf YouTube aufschalten. Und ihr könnt mitmachen und es gibt einen Live-Chat, den wir auch einbauen und dann gibt es immer irgendwelche Themen, über die wir dann vielleicht so ein Stündchen oder anderthalb quatschen. Genau, einfach mal so Ausschau halten, wahlweise auf Twitter unter @workingdraft oder eben in diesem besagten Newsletter. Genau. Genau. Und ja, wir haben gedacht, wir könnten heute über das so diesen Themenkomplex CSS in JS und SAS versus CSS sprechen. Also eigentlich wollten wir ja über die Mutation Observer sprechen, quasi Teil 2 der letzten Woche eintüten, aber der Peter ist pollenbedingt platt, der alte Asthmatiker. Schade. Und fällt damit heute aus. Genau, und wir haben uns dieses Ersatzthema rausgesucht. Genau, und Hans, das hast du in den Raum geworfen, weil es Anlass gab, das Ganze nochmal unter die Lupe zu nehmen. Also bei dir sozusagen aus der Praxis, richtig? Ja, genau. Also ich habe mir da irgendwie so Gedanken drüber gemacht in den letzten Wochen, weil wir jetzt mit unserem, ich arbeite ja für eine Podcasting-Plattform, Fio, will jetzt da gar nicht riesig Werbung machen, aber wir haben auf jeden Fall auch den Working Draft Podcast natürlich im Angebot. Und was wir da machen, ist, wir relaunchen gerade oder wir sind gerade dabei, uns auf den Weg zu machen, die Website zu relaunchen. Und in dem Kontext haben wir uns natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wie bauen wir denn jetzt eigentlich unser CSS? Was ist eigentlich so State of the Art? Und wir haben natürlich auch verschiedene Expertinnen und Experten im Development-Bereich so an Bord und haben da auch verschiedene Ansätze diskutiert. Es ist tatsächlich so, dass wir in der Firma im Allgemeinen, also bei ProSieben Sat.1 Digital, das ist die Firma, bei der ich praktisch arbeite, da haben wir sehr, sehr viel React im Einsatz, auch React Native. Und wir haben halt auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt uns da ein bisschen unterstützen. Und in dem Kontext habe ich halt auch nochmal so diskutiert, hey, wie macht ihr das eigentlich? Wie machen das eigentlich andere Teams? Weil für mich ist so diese Go-To-Lösung, egal was ich mache im Web, zurzeit halt irgendwie, oder was heißt zurzeit, seit einiger Zeit Next.js. Also mit React, ein Boilerplate-Framework, was Server-Side-Rendering bietet, haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit. Und da ist es halt einfach sozusagen mein Standard, React zu nutzen. Das heißt, egal was ich mache, ist jetzt diskussionswürdig, ja, verstehe ich auch, aber ich baue halt irgendwie mit React und im JavaScript-Universum sozusagen. Und in den vergangenen Jahren war es bei mir häufig der Fall, gerade wenn ich halt irgendwie
ja, so Backoffice-Anwendungen gebaut habe, was ich recht häufig gemacht habe irgendwie, dass man sich dann halt auch viel Gedanken gemacht hat, okay, was kann man denn irgendwie für CSS in JS verwenden, einfach weil das irgendwie so naheliegend war, das zu tun. Und was ich halt häufig auch gemacht habe, ist eine Komponenten-Library wie Material UI zu verwenden, und Material UI beispielsweise bringt per Default einfach eine CSS in JS-Lösung mit, die nennt sich JSS, also wenn man CSS in JS.org tatsächlich eingibt, kommt man ja auch auf so eine Webseite, wo jetzt JSS dann entsprechend beworben wird, was ein eigenes Projekt ist, was im Endeffekt dir es halt ermöglicht, speziell Styles zu schreiben. So, und irgendwie ist jetzt so ein bisschen so meine Herangehensweise, hey, ich habe mich aber gar nicht nochmal richtig gefragt in den letzten Jahren, ist es eigentlich der richtige Approach, irgendwie zu sagen, okay, ich habe mein JavaScript-Objekt, was ich schreibe, was eigentlich die Styles einer kompletten Komponente beinhaltet. Oder sollte man nicht eigentlich etwas haben wie jetzt CSS oder SCSS? Ja. Also was ich auf jeden Fall mir dann nochmal so ein bisschen in den Hinterkopf gerufen habe, ist, vor einigen Jahren, als so diese ganze Bewegung mit Komponentisierung im Frontend losging, habe ich mir halt so die Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich eine Komponente? Und eine Komponente im Frontend besteht ja aus drei Teilen. Nämlich einmal Markup, also praktisch dem HTML irgendwie, ne? Dann Styling. Das ist CSS und einer gewissen Funktionalität. Das ist zum Beispiel JavaScript. Und früher waren diese sozusagen das Mapping zu diesen einzelnen drei Teilbereichen immer 100% klar. Es gab nur HTML, das musste irgendwie gerendert werden, vielleicht durch irgendeine Templating Engine. Das war aber dann das Maximum der Dinge. Dann gab es CSS, das war halt CSS oder halt ein Präprozessor wie beispielsweise Sass oder ähnliches, ja, Stylus damals noch oder Less. Und dann gab es halt JavaScript, da hast du ein Plain JavaScript geschrieben und fertig war's. Wer halt fancy drauf war, der hat irgendwie CoffeeScript geschrieben, so, und das war das End of the Story. Und ich finde, heute sind wir halt an einem Punkt, und CSS ist halt ein dicker Teilbereich davon, da ist das Mapping halt nicht mehr so einfach, oder hat sich verschoben, meiner Meinung nach, ja. Wenn du über die Funktionalität redest, klar, musst du dann über welche Art von JavaScript-Framework verwendest du nachdenken. Brauchen wir nicht drüber reden, haben wir jahrelang schon getan. Im HTML ist es halt heutzutage sowas wie zum Beispiel JSX, wo du halt dein HTML abstrahiert hast, ne? Oder irgendeine andere Templating-Sprache oder in Angular oder in Vue. Brauchen wir auch nicht nochmal drüber reden. Aber was? Eigentlich brauchen wir auch nicht über CSS in JS reden, weil jeder macht es doch eh, wie er gerade drauf Bock hat. Aber für mich ist so ein bisschen die Frage, warum machen wir die verschiedenen Dinge? Weiß nicht, ist das für dich auch eine Frage oder ist das für dich eher recht einfach beantwortet? Also konkret, warum machen wir die verschiedenen Dinge? Ich glaube, da hast du mich jetzt kurz abgehängt. Also die konkrete Frage wäre, warum... Naja, was mache ich? Die konkrete Frage ist eigentlich, will ich CSS in JS nutzen oder will ich eigentlich CSS schreiben? Also das ist ja sozusagen eine grundsätzliche Frage. Will man überhaupt also diesen Sprung machen und Styles in das JavaScript übergießen sozusagen? Oder sagt man, will ich nicht, sondern ich will bei meinem gelernten oder beim mehr natürlichen vielleicht CSS bleiben oder bei etwas wie zum Beispiel einem SCSS? Na, ich glaube, ich würde das für mich so rechtfertigen, wann möchte ich anfangen, mein Markup in JavaScript zu schreiben? JSX ist ja eigentlich auch sowas in der Art. Ne? Wenn ich die Sprachvorteile von JavaScript auch tatsächlich nutzen kann, wenn ich einfach nur CSS in einer Art Objektnotation schreibe, aber sonst irgendwie gar nicht die Vorteile nutze, die JavaScript mir bietet, dann würde ich sagen, ist es schon eher
vielleicht, also dann würde ich das hinterfragen. So, dann würde ich lieber bei dem, beim Original bleiben, ja, weil ich ja dann nicht über dessen Fähigkeiten hinausgehe. Hm. So wie man vielleicht auch SCSS in Frage stellen könnte, wenn man das, wenn man dessen Fähigkeiten nicht irgendwie nie benutzt so richtig. Ja, aber ist das auch dein Entscheidungsprozess, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, ich fange jetzt ein neues Projekt an, braucht da irgendein Styling? Gehst du dann aktiv hin und sagst so, okay, was werden denn meine Features sein und welche davon, also ich habe diesen Entscheidungsprozess nie. Ich glaube, dass, also das würde wahrscheinlich selten jemand so tun, außer er hat schon Vorerfahrungen in anderen Projekten, wo er sagt, ab Zeitpunkt X in so einem Projekt ergibt sich dann eben einfach dieser Bedarf und dann ist man halt froh, dass man auf jetzt zum Beispiel JSS gesetzt hat, weil man dann nicht nochmal refactoren muss. Andererseits ist es ja so, dass auch so die Refactorerei auch immer so ein bisschen dazugehört, also dass man eben nicht vorab schon, also so wie man halt ein Projekt nicht von Anfang an schon für 1 Million User auslegen kann, weil es einfach völlig anders aufgebaut werden muss und man eben auch erstmal schauen kann, ist das überhaupt irgendwann notwendig. Also ich finde JavaScript in Objektnotation schreiben schon irgendwie nicht so sexy. Wobei das wahrscheinlich auch wieder alles ein bisschen Gewöhnungssache ist. Genau, also aber solange ich nicht einen großen Mehrwert bekomme, also zum Beispiel bin ich jetzt auf der css.js.org-Seite und da ist dann sowas wie CTA-Button, Extends-Button. So, das ist dann so, okay, da fangen so die ersten coolen Tricks an, wobei man da jetzt natürlich auch sagen kann, okay, das kann halt SCSS ja auch. Genau, bei mir ist es so, wenn ich so ein Projekt, also wenn ich ein klassisches Projekt habe, dann nehme ich halt immer SCSS. Wenn ich ein JavaScript-Projekt habe, dann halte ich mich da an die Dinge, die das Scaffolding CLI Tool mir so da schon reintackert. Also wenn ich kurz sage, create React App oder create View App oder was auch immer, dann ist da ja immer schon irgendwas drin. Genau, bei View ändere ich das dann ganz gerne noch in SCSS ab. Das geht ja auch. Aber da schreibt man zum Beispiel trotzdem sein CSS oder SCSS und der JavaScript-Teil ist dann der, wo der einfach diese Klassen so mit eindeutigen IDs ausstattet und die verknüpft dann mit den Elementen aus meiner Komponente und ich damit quasi kein Style-Leaking habe. Das ist ja auch schon cool. Also das ist ja so einer der großen Vorteile von diesen CSS und JS-Sachen. Ja. Ja, das finde ich halt auch, ne? Also das ist halt ein riesen Vorteil, den du halt hast, egal wie du CSS in JavaScript reinbekommst, ne? Dass du halt wirklich gescoped unterwegs bist, kein Leaking hast. Ich weiß jetzt nicht, wie ist es dann in dieser Lösung, wie du sie gerade beschrieben hast, hat man dann dennoch globale Klassen und nur durch das Importieren kommt dann irgendwie das Scoping hinzu oder wie läuft das da ab? Also man hat keine globalen Klassen und also es ist halt auch ein bisschen anstrengend. Du musst quasi, wenn du irgendwelche Mixins hast und sowas, die du überall benutzen willst, also sagen wir mal, ein Mixin, also ein typisches ist ja so REM. Man will ja gerne mit REM arbeiten, aber die blöden REMs nicht dauernd ausrechnen müssen, dann holt man sich da meistens in dem Fall dann nicht einen Mixin, sondern eine Funktion rein. Und die muss man eben, da muss man bei jeder seiner Komponente als erstes einen Import machen, damit man sich eben diese Utility-Datei in das lokale SCSS reinholen kann, um dann eben aus diesem Fundus zu schöpfen. Ja. Genau, oder du kannst natürlich auch globale Klassen kannst du auch machen, wenn du willst, und du kannst auch mal zwischendurch das Scoping auch aufheben. Das geht auch. Ja. Aber das ist so,
schon so ein bisschen so, dass man sich einerseits freut, dass man das Scoping hat und dann aber auch öfters diese Momente kommen, wo man sich denkt, es wäre jetzt eigentlich cool, wenn das einfach kaskadieren würde nach unten. Ja, ja, weil man halt, das war ja auch immer eine Diskussion, die man mit, wenn man über BAM gesprochen hat, ne, so ein bisschen hatte, nämlich dieses, du schaltest spezielle Features, die diese Sprache hat, eigentlich aus, nämlich beispielsweise Kaskadierung und so weiter und so fort. Aber dann auf der anderen Seite ist es halt auch so, ja, aber vielleicht ist halt nicht alles gut, was die Sprache dir bietet, ne, also klassisches Beispiel im JavaScript-Bereich, du liest halt irgendwie Douglas Crockfords The Good Parts von JavaScript irgendwie, weil das halt dir einen Weg eröffnet, JavaScript zu schreiben, wie es halt Sinn macht, so ungefähr, ja, gerade am Anfang der JavaScript-Karriere war das zumindest für mich so. So, und im CSS-Bereich, ja, vielleicht, je tiefer du nestest, also dass man ein Nesting beschränkt, hat ja irgendwo einen Sinn, ja, dass man das irgendwann gesagt hat. Dass man dann halt irgendwann zu diesem Schluss kam, hey, eigentlich willst du gar kein Nesting nutzen, sondern so dieser radikale Approach, du hast halt alles auf der Root-Ebene sozusagen, du hast halt immer eine Klasse, die so ganz genau beschreibt und kein Nesting und so weiter, ne? War dann so ein Gegenentwurf davon. Und ich finde halt, dass mit dadurch, dass es halt nach JS gewandert ist, nach JavaScript gewandert ist, musst du dir als Implementierender keine Gedanken mehr darüber machen, was damit los ist. Also für mich ist es einfach so total hassle-free. Einfach, ich schreibe halt in JavaScript für diese eine Komponente genau das, die Styles, die dafür notwendig sind, und nichts mehr. Und wenn ich aber etwas, sozusagen, was du sagtest, ne, wenn ich möchte, dass das kaskadiert, da brauche ich halt eine andere Komponente, die dann vielleicht halt anders wirkt oder sowas. I don't know. Hast du irgendein Beispiel für dieses, was du jetzt meintest mit kaskadieren, wo sich's lohnt, vielleicht, dass es manchmal Styles nach unten vererbt oder so? Ja, ganz konkret habe ich nichts, aber so ein Use Case, den ich auch ein bisschen schwierig finde, ist, ich habe halt meine Standard-Styles, die auch so wie eine Komponente aussieht. So, aber manchmal will ich ja diese, also da sind wir so ein bisschen bei diesem Punkt, was Container-Queries irgendwann lösen werden, wenn du eine Komponente nimmst und in eine andere Komponente reinsteckst, wo sie vielleicht viel weniger Platz hat. Und es ist eben was du nicht mit hier dem Holy Albatross Technik, Flexbox oder so oder Grid lösen kannst, sondern du musst halt wirklich irgendwas komplett anders machen. Keine Ahnung, Schiffgröße verändern, da kannst du ja, das geht ja sonst nicht. Dann in der CSS, in JS-Welt müsstest du dann eine weitere Property übergeben an das Kind-Element, dass das eben jetzt eben so ein anderes Aussehen haben soll. Und so diesen Weg finde ich, also den kann man gehen, aber der ist nicht so richtig knorkig. Also ich finde dann cooler sagen zu können, also ich mache das üblicherweise immer, dass diese Styles kommen in das Element, was das andere beinhaltet. Mhm. Also okay. Ich sag, ich pack die nicht in das Element, das beinhaltet wird, sondern das kriegt halt das Elternelement, sage ich dann halt eben Elternelement. Wenn in dir ein folgendes Element drin ist, dann verkleiner die Schriftart oder sowas. Ja. Okay, verstehe, ja. Und das ist dann sozusagen Subkomponenten oder Child Component unabhängig dieser Style, oder? Ja, also da das hast du ja, also das funktioniert ja in der Scoped-Welt nicht, weil ja dann irgendwie die ganzen Klassennamen durchgewürfelt werden. Dann greift das nicht mehr und ja, ich finde, da wäre es halt ganz schön, wenn man den Scope dann auch wieder verlassen kann. Ja. Ja, also das, was ich jetzt intuitiv, sage ich mal so, ohne jetzt das Beispiel tief genug zu kennen oder so im Kopf habe, ist halt, wer ist, also welcher, jetzt trifft die Diskussion ein bisschen, aber halt vielleicht auch in der CSS-Architektonik ab, ja. Aber was ich mir halt gerade so denke, ist halt,
welche Komponente ist denn für was zuständig? Und mein, oder was ich mir immer so denke, ist ja eigentlich, eine Komponente an sich ist ja, muss immer 100% der Zeit für sich verantwortlich sein und das tun, was sie sozusagen für sich behauptet. Und wenn sie auf einmal halt von außen beeinflussbar ist, zum Beispiel durch dieses Styling, dann wäre sie das ja nicht mehr. Also dann ist sie sozusagen nicht autark, dann ist sie nicht, also dann funktioniert sie eigentlich nicht wie eine Component, wie ich die für mich definieren würde. Ne? Du wirfst etwas rein, egal wo, es verhält sich immer gleich. Und wenn sich etwas an dieser Komponente ändert, dann muss das durch Faktoren, die von außen, ja gut, das kann man jetzt dann, kann man dann sagen, was sind die Faktoren, die von außen wirken, ne? Zum Beispiel, wenn du sagst, okay. Also ich sag dir, warum ich das, ich finde es halt gut, wenn die umgebende Komponente das macht, denn in der Regel sind das sehr wenige Konstellationen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass, also diese Komponente, über die wir jetzt, diese fiktive mit der Fontgröße, ja, die wird gar nicht in so vielen anderen Komponenten landen. Das ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, eine Marginalspalte oder so. Da würde die drin landen. Und ich finde halt gut, den Style, diesen Modifikator auch in der Marginalspalte Styling drin zu haben, anstatt das irgendwie konfigurierbar zu machen und in der Komponente mitzuschleppen, weil wenn ich dann irgendwann keine Marginalspalte mehr habe und ich gehe auf den Ordner oder die Datei, weiß ich nicht, kann, wenn es eine View-Datei ist oder so, diese Sachen enthält, ich drücke entfernen, dann ist die halt weg, inklusive aller Modifikatoren-Styles, die halt irgendwie anderen Komponenten aufs Auge drückt. Und andersrum ist es halt, wenn ich jetzt die Kin-Komponente konfigurierbar mache und ich lösche die Marginalspalte, dann schleppt die halt immer noch diese Möglichkeiten der Konfigurierbarkeit mit sich rum, mit den Style-Ausprägungen, die aber vielleicht kein Schwein mehr irgendwann nutzt, die aber vielleicht auch immer noch in einem Testing-Tool abgetestet werden und so. Also darum finde ich das halt nicht so cool. Ja, das macht total Sinn. Also wenn man zum Beispiel irgendwelche Sachen hat, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, die halt nur in diesem Kontext auftreten, dann ist der Kontext für sozusagen die Beeinflussung dessen verantwortlich, was eigentlich nur in diesem Kontext passieren kann. Genau. Also das, wenn man das so abstrahieren kann, sozusagen. Da fallen ja auch so Margins und Paddings rein. Da ist ja auch mal die Frage, also das ist also diese klassische Frage, wenn ich Komponenten baue, sollten die ja von sich aus keine Abstände mitbringen oder Breiten oder so Zeugs, ne? Wenn ich die einfach so isoliert in meinem Pattern Library mir angucke, dann werfe ich die rein und so groß wie mein Bildschirm ist, so groß wird die Komponente, weil sie nicht begrenzt und beschränkt wird und genauso hält sie keinen Abstand und um die maximale Ausdehnung und auch um die Abstände zu anderen Komponenten, darum kümmert sich in meiner Welt immer die Komponente, die drumrum liegt. Also die sagt, also wenn in mir drin diese Kind-Komponente ist, dann soll die bitte nach oben und nach unten ein Margin von 1 EM haben oder so. Und da kommen diese Teile erst dazu und verschwinden auch wieder, wenn es diese Komponente nicht mehr gibt irgendwann, die Elternkomponente. Ja, ich meine, das macht total Sinn, ne? Dass man Layouting-Arbeiten sozusagen in einem anderen Teilbereich machen lässt, als sozusagen die Anzeigelogik einer Komponente. Ja. Und dann halt, das Gleiche gilt halt dann auch immer für die Subkomponenten. Also, keine Ahnung, du hast irgendeine Komponente, die tritt in einer Grid-artigen Form auf, dann hast du halt eine Komponente, die dieses Grid oder diese Grid-artige Form beschreibt und halt den Content und also wenn das eine Liste ist oder was weiß ich, das findet dann halt, oder die Listenelemente, die finden dann vielleicht innerhalb einer anderen Komponente statt. Ja. Genau, und jetzt kann man natürlich, man könnte Kaskade kann man vielleicht noch, man könnte sie durchbrechen mit so CSS-Variablen. Da könntest du vielleicht auch noch was mitmachen.
Aber auch da bleibst, dann musst du den quasi dann nicht wieder den Umweg gehen, dass irgendwie das JavaScript dann der anderen Komponente sagt, hier Parameter X bitte setzen und dann, so wenn Parameter X, dann bitte das CSS. Das umgehst du dann. Du hast aber natürlich immer noch das Problem, dass du diese ganzen Variablen in deiner Kernkomponente kennen und anwenden musst. Und auch da gilt, wenn die Elternkomponente, die setzt, irgendwann weg ist, so dann hängen die da immer noch in deiner Kernkomponente ab. Ja, und verstehe ich. Aber da auch zum Thema Variablen vielleicht nochmal eine Rückfrage. So, weil in meiner Welt war es in der Vergangenheit immer oder sehr selten so, dass ich irgendwie innerhalb von Komponenten krass viele Variablen gebraucht habe. Man hätte die machen können und dann wäre es super einfach, zum Beispiel eine Farbe zu ändern innerhalb einer Komponente oder I don't know what oder einen Abstand oder I don't know. Allerdings habe ich da meistens drauf verzichtet, weil ich halt irgendwie entweder ganz globale Variablen verwendet habe oder immer lokale Werte. Also es gab für mich immer nur diese Extreme. Es gab nie sowas, dass ich auf einem Zwischenlayer halt irgendwie nochmal Variablen brauchte, die dann halt vererbt werden konnten. Beispiel, globale Styles, Farben. Globale Styles und ganz ehrlich, wie oft werden die geändert? Weiß ich nicht. Habe ich nicht so die Erfahrung mitgesammelt, dass sie so krass häufig geändert werden. Das, was ja immer so der USP davon war, dass wir ja jetzt die Variablen haben. Dann Abstände. Ja, gleiches Thema. Ich sehe einen Fall und das ist, leider waren damals die Variablen noch nicht weit genug, als ich das letzte Thema damit irgendwie behandelt habe. Das ist, wenn du so in einem Theming-Kontext irgendwie unterwegs bist. Also beispielsweise, du bist in irgendeiner Firma damals bei Weiland, ja, gab es halt irgendwie 8 Submarken und 2 oder 3 Ausprägungen. Wir haben immer die gleichen Komponenten benutzt. Aber mal war das halt grün, mal war das rot, so. Und mal war es blau. Und das war halt wirklich super trivial, wenn du dann halt einfach dein Theming gehabt hättest. Damals haben wir CSS verwendet, anderes Thema. Aber in dem Kontext finde ich das halt mega geil. Ja. Weiß nicht, wie, also hast du noch irgendwie einen anderen Kontext, der mir jetzt irgendwie abhanden gekommen ist oder den ich vergesse? Nee, also ich sehe das auch so wie du, dass man Variablen, die Konfigurierbarmachung deutlich, also den Bedarf deutlich überschätzt. Also das braucht man eigentlich nicht. Also man könnte so aus Gründen der Stringenz vielleicht noch sagen, okay, wenn jetzt viele Entwickler da sind und die können sich jetzt nicht erinnern daran, ob das 10 oder 15 oder 20 Pixel sind, dann gibt es halt so eine Variable, die benutzen können. Also so Tokens, ähnlich wie bei Tailwind. Und dann so, genau, aber Skinning ist tatsächlich so ein Ding und bei dem einen Projekt, also bei der Rheinischen Post ist es ja auch so, dass quasi ein Frontend-Framework für die ganzen Verlage der Rheinischen Post Mediengruppe genutzt wird und genau, da sind so einfach Dinge anders und im aktuellen Projekt ist es so, dass ich hingegangen bin und viele der Farben, die errechne ich. Also ich hab so eine Vordergrund, eine Hintergrundfarbe und dann eben und das, also aus den zweien errechnen sich alle Farbvarianten, die es halt tatsächlich dann doch gibt. Also man braucht dann halt doch mal ein ganz helles Grau, um was zu hinterlegen und das braucht aber dann einen Border, der muss dann natürlich ein bisschen dunkler sein, während sonst auf weißem Grund du aber den gleichen Border-Farbe nimmst, die dieses grau unterlegte Ding hat, aber wenn es grau unterlegt ist, dann sieht man den nicht, also muss ja noch ein bisschen dunkler sein. Und da nutze ich zum Beispiel, da habe ich so eine Farbkonfiguration und da kann ich eben konfigurieren, wie viel Prozent dunkler und heller sollen, da gibt es so quasi strong, stronger, strongest, weak, weaker, weakest. Und das mappt auf so Prozentwerte, wo ich Dinge eben aufhelle oder eben dunkler mache. Und das guckt halt eben auch noch mit einer SCSS-Funktion, ist das jetzt eine helle Farbe? Weil dann bedeutet eben weak und strong was anderes als bei einer dunklen Farbe.
Und so werden die halt erzeugt. Und dann nutze ich noch ein weiteres Feature, was ich ganz cool finde, ist, dass du kannst dann so ein Exclamation Mark Default dahinter setzen, also so ein bisschen wie bei Important. Und dann ist das, dann greift halt diese Farbe, sofern die nicht in der Skin nochmal anders definiert ist. Genau, und also mit dem System kann man echt ganz gut arbeiten. Und dann kann man das auch richtig schön so zur voller Blüte bringen. Ja, mit den mit diesen unterschiedlichen Informationen, um dann tatsächlich die Farbe zu bestimmen, lässt sich halt voll viel machen. Also da hilft dir halt auch dann eine Color-Funktion nicht oder wie auch immer, ne? Oder auch im JavaScript halt irgendwie eine Library, die dir halt deine Farbe verändert. Du brauchst halt, wenn du halt so ein Pattern haben willst, ne, du willst Farbtöne zwischen 0 und 6 sozusagen oder 7 bestimmen. Und wobei dann 3 irgendwie das sozusagen die Mitte ist, das ist halt schwierig. Ich glaube zum Beispiel, an was mich das gerade erinnert, ist so ein bisschen das Theming, wie man das in Material UI hat. Weil da hast du auch für diese Farben in Material UI im Allgemeinen, hast du ja so irgendwie so eine Range von Farben, weiß ich nicht, das geht halt bei 100 los und je höher der Wert, dann desto dunkler praktisch oder desto, ja doch, dunkler ist die Farbe. Und was die halt, oder was es bei Material UI halt gibt, ist auf diesem Theme halt immer so ein Default-Wert und dann halt ein Light und ein Dark, ne, so ähnlich analog zu dem, was du gerade erzählt hast. Das bedeutet halt teilweise auch was anderes, wenn es eine helle oder eine dunkle Farbe ist. Also, ja, das verstehe ich und das macht auch total Sinn. Und ich glaube, so ein Theming ist halt auch was, wo ich halt einen ganz riesen Vorteil von JavaScript sehe. Ne? Also beispielsweise auch aus Material UI inspiriert, habe ich das jetzt aber auch für ein anderes Projekt gemacht. Ich habe mir meine eigene Spacing-Function geschrieben. Also du hast es ja eben schon gesagt, ne? Du willst dir nicht merken, dass dein Spacing, dein Default-Spacing irgendwie 8 Pixel ist. Und deswegen sagst du, okay, ich lege das halt in irgendeine Variable. Oder wenn ich mal ein Vielfaches davon nehmen will, dann will ich halt nur schreiben, okay, viermal mein Margin. Und dafür habe ich halt irgendwie so eine Funktion, theme.spacing, und dann kannst du halt bis zu 4 Argumente da reingeben und dann bekommst du halt irgendwie deine Pixelwerte ausgespuckt basierend auf dem und dann hast du halt theoretisch irgendwie kannst du ein komplettes Padding halt mit diesen 4 Werten, die du da reingibst, beschreiben und hast dann halt entsprechend oben, rechts, unten, links so. Und das zum Beispiel finde ich halt total interessant in JavaScript. Ich wüsste nicht, wie ich das in CSS umsetzen kann, ohne da halt jedes Mal so eine ewig lange Kalk-Funktion irgendwie reinzuschreiben. Aber also mit Variablen. Nee, das ist dann eher, genau, das machst du halt dann mit SCSS. Tatsächlich mit SAS dann. Ja. Genau. Mit Präprozessor. Und da kannst du dann halt auch entsprechende Berechnungen sozusagen on the fly machen, hast dann nur deine Function, die du dann da reingibst, ne? Ja. Ja, zumindest für dynamisch erzeugte Sachen. Also, ja. Wenn jetzt so einen gewissen Range hast, dann könntest du natürlich schon irgendwie Custom Properties anlegen, mit irgendwie durchnummeriert, und die würden dann, in denen hättest du deine Calcs, die dann wiederum verweisen auf dein eines Token, dein Abstandstoken, dass du halt dann mal 1, mal 2, mal 3, mal 4 hast. Ja. Genau. Aber ich glaube, mit CSS kannst du auch schon eine ganze Menge machen. Also das kriegt man immer vor Augen geführt, wenn dann so eine Anna Tudor oder wer auch immer dann ankommt und sagt so, hier, guckt mal, Leute, ich habe wieder was nur in CSS gemacht, oder auch Lea Veru, und dann so, Alter, ey, wie geht das? Warum, ja. Wieso? Und dann zerlegen die das und erklären das, und dann fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Und du denkst so, ja, total logisch und irgendwie cool, ja, geil. Ein anderer Punkt, den ich noch irgendwie so im Kopf habe für CSS in JS, ist das Thema, gerade im React-Kontext, du bist ja immer in diesem
JavaScript-Kontext unterwegs, ne? Du schreibst ja JSX, das ist halt in JavaScript. Du schreibst halt deine funktionale Komponente, die ist halt eine Funktion, das ist halt alles JavaScript oder TypeScript, wie auch immer. Und dann ist es nur irgendwie, fühlt sich's nur logisch an, sozusagen auch für das Styling irgendwie da zu bleiben, wo du ja schon bist, ne? Und wenn du dann halt noch, ja, wenn du das halt irgendwie gewohnt bist, dann, du hast dein Theme, alles da, dann musst du nicht mal mehr diese Sprache verlassen, um halt deine Komponente zu schreiben, was ja nicht heißt, dass du nicht die Teilbereiche aufteilen kannst, ne? Du kannst ja immer noch die Styles in einem File haben, du kannst dein HTML, also irgendwie die, das Markup in einer, an einer Stelle haben und natürlich auch deine Funktionalität nochmal an einer anderen Stelle haben, ne? Dann hast du halt auch deine Dreiteilung, die ja häufig auch gewünscht ist irgendwie. Ja, ich weiß gar nicht, will man die wirklich? Also ja, also Dreiteilung, die Dreiteilung gibt es ja, aber muss sie sich in drei Dateien manifestieren? Also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es nur eine ist. Außer sie wird zu lang, aber da kannst du in so, also dann kannst du ja in IDEs auch sagen, hier, bitte die Datei jetzt zweimal nebeneinander aufmachen und bei der einen scrolle ich dann runter zum JSX und beim anderen bin ich oben bei meinem JSSS-Teil oder so. Ja. So, weil man dann immer beides haben will. Ja. Genau. Also bin ich auch totaler Fan von. Ich glaube, man kann es halt, also man kann halt beides haben einfach, ne? Also ich bin da jetzt auch überhaupt nicht emotional, das entweder so oder so zu haben. Ich finde es auch total okay, das mal so zu haben und mal so. Also wenn du irgendwie eine Komponente hast, die halt riesig ist und du willst aber nicht aufgrund von Funktionalität, die nicht splitten in zwei Komponenten, was ja theoretisch eigentlich der einfachste Approach ist, deine Datei kleiner zu machen. Du schneidest die Funktionalität kleiner. Aber jetzt sagst du irgendwie so, boah, Alter, das wäre so viel Aufwand oder ich check jetzt gar nicht, wo ich das irgendwie machen kann und das ist nicht trivial für mich. Gut, mache ich halt irgendeine index.styles.js und schmeiß da meinen CSS rein oder mein Styling rein. Ne? Und das genauso würde es ja dann auch sehr wahrscheinlich funktionieren, wenn du SCSS in deinem JavaScript verwenden willst, ne? Dann schreibst du ja auch deine index.scss-Datei, du hast deine index.tsx-Datei, dann importierst du die Styles und kannst dann die Klassen entsprechend verwenden in der Komponente. So, wenn man das jetzt möchte, ne? Ja. Wenn man es nicht möchte, wie du sagst, dann hast du es halt alles in einer Datei. Wobei ich zum Beispiel auch als total cool finde zu sagen, okay, ich habe in einer Datei all meine Logik, zum Beispiel Business-Logik, und exakt die teste ich ab. Beispielsweise ich schreibe Unit-Tests für exakt diesen Teil der Komponente. Aber Styling ist mir egal in meinen Unit-Tests, deswegen sozusagen eigene Datei schiebe ich raus. Und Präsentation, wie die im Markup dann aussieht, da mache ich kriege ich hier von verschiedenen Seiten wahrscheinlich jetzt böse Kommentare, mache ich einen Snapshot-Test und gucke, dass das läuft, ja, und das sind aber die Input-Werte, die sozusagen immer nur als Props außen reinkommen, aber diesen Teil der Business-Logik, das ist ja das, was sozusagen entscheidend ist, ob diese Komponente so funktioniert, wie sie funktionieren soll, also funktionaler Test dann, und deswegen würde ich mich dann wahrscheinlich damit befassen, nur in diesem einen Fall. Ja, gibt's wahrscheinlich für und wieder und viele Leute haben wahrscheinlich da auch starke Meinungen. Ja, die wollen wir natürlich hören. Die wollen wir hören, ja. Genau, die provozieren wir regelrecht mit dieser Edition. Ja. Wie ist das denn hier mit IDE-Support? Also wenn ich mir hier so dieses ganze JSSS-Dings hier angucke, dann sind die IDEs dann fit, dass sie dir dann sowas sagen wie, du gibst Border ein und dann sagt er, ah, hier willst du Border Radius, Border Width, ja. Ja, also ich bin ja bei mir irgendwie immer im TypeScript-Kontext unterwegs und da ist es halt dann, irgendwie, wenn du halt einmal dann sagst, okay, ich rufe hier diese Funktion, zum Beispiel bei JSS, zum Beispiel React.js, ne, da hast du dann eine Create-Use-Styles-Funktion, die dir halt dann einen Hook für die Styles bereitstellt und du übergibst eigentlich als erstes Argument nur ein Objekt mit all deinem Styling. So, und natürlich ist da jetzt JSS an der Stelle so schlau,
einfach zu wissen, wie, also was CSS eigentlich kann, weil das natürlich komplett getypte Objekte sind und aus diesem Grund halt trivial praktisch da Auto-Completion zu nutzen, was mega geil ist, ne? Und wenn du dann halt noch einen Auto-Formatter irgendwie jetzt da hinterlegt hast, dann bekommst du natürlich auch trotzdem mal, dass du irgendwie ein Semikolon schreibst, anstatt ein Komma am Ende der Zeile und so, aber das bürgert sich dann auch irgendwie so ein bisschen zeitnah ein. Zumindest war das bei mir so am Anfang. Heute habe ich das Problem halt gar nicht mehr, sondern eher dann, neulich habe ich irgendwie CSS geschrieben und du weißt, was passiert ist, ne? Brauche ich gar nicht drüber reden eigentlich, kann man sich vorstellen. Ich habe halt immer irgendwie Camel Case geschrieben, die Attribute, und dachte, was ist denn hier los? Da funktioniert okay. Ja gar nichts. Oder halt irgendwie Werte wie jetzt 100% oder Auto halt immer in Anführungsstriche gepackt, was dann natürlich nicht funktioniert in CSS, ne? Und dann fragst du, was macht der Browser denn hier? Ach. Das ist ja so ein bisschen das Feedback, was wir auch zu der Tailwind-Folge bekommen haben. Da gibt es auch einen ganz schönen, gab's auch einen schönen Artikel von dem Nils Binder. Müssen wir verlinken, auf jeden Fall. CSS-Café zusammen organisieren, nochmal so als Shameless Plug. CSS-Café einmal im Monat, immer gute Themen. Auch das werden wir natürlich verlinken. Auf jeden Fall. Deswegen mal reingucken. Der hatte geschrieben, oder die waren alle so der Meinung, und da haben die auch recht, dass wenn man halt dann nur noch so Metasprachen schreibt oder bei Tailwind eben sich nur noch der vorgegebenen Tokens bedient, dann kommt man da so ein bisschen raus aus der Nummer, CSS zu schreiben. Und oder je nachdem, wenn es eben jetzt Entwickler sind, die gerade anfangen, dann lernen die das eigentliche CSS gar nicht. Also, und das muss man auch nicht immer alles lernen. Nur, ja, du hast halt gesagt, du bist halt dann, wenn du dann mal musst, dann stehst du erstmal ein bisschen auf dem Schlauch. Und andererseits kannst du vielleicht bestimmte Dinge einfach nicht mehr lösen, weil du so in dieser Denke von CSS nicht mehr drin bist, ne? Ja, das geht mir total so. Das sehe ich auch so. Mein Glück dabei ist ja, das ist jetzt gar nicht mein täglich Brot. Von daher macht das jetzt gerade gar nichts, dass das sozusagen, dass ich da so ein bisschen draußen bin. So jemand, also du zum Beispiel, du bist ja, das ist für dich ja sozusagen, du bist da ja ständig dran. Und ich glaube, deswegen ist halt auch so eine Meinung, oder deswegen finde ich halt das auch so wichtig, das zu hören, was du dazu sagst zum Beispiel, oder auch was andere Leute dazu sagen, zu diesen Entwicklungen. Weil für mich jemanden, der in gewissen Kontexten mal jetzt heutzutage irgendwie noch CSS schreibt, so ungefähr, und das macht dann auch Spaß, ne? Auch Dinge schön zu machen und zu stylen und so, das macht auch total Spaß. Aber ich gehe halt irgendwie so den Weg des geringsten Widerstands, und für mich bedeutet das halt auch ganz viel Convenience. Das heißt nicht, dass das halt der beste Weg ist, so, ne? Ich glaube, aber man sieht ja auch mit diesen. Convenience gehört ja immer dazu, ne? Bitte, wie meinst du? Also Convenience spielt ja immer eine Rolle. Das ist ja einfach, also, ja, vielleicht Developer Experience auch, also ein Teil davon. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Also Developer Experience ist für mich also fast wichtiger als dann nachher, wie sieht dann halt mein Endprodukt aus, ne? Und manche Leute sagen halt, ja, aber du kannst doch nicht deine Styles irgendwie auf die Component wirklich mit einem Style-Attribut schreiben, oder I don't know, das CSS irgendwie mit Data-Attributes versehen im, was weiß ich, Script-Tags lagern oder irgendwas, ja, und dann denke ich mir so, so what, es ist doch da, es ist im Browser, es ist ultra performant, was wollt ihr eigentlich von mir? Also, weißt du, das ist ja nicht das, was ich da als Code schreibe, und ich verstehe den Ansatz, natürlich auch eine gewisse Eleganz und so weiter, will man an verschiedenen Punkten haben. Ich frage mich halt nur, und wir haben diese Diskussion ja auch in der Vergangenheit schon öfter zu zum Beispiel Kilobytes an Payload, die wir irgendwie durch die Leitung schicken, gehabt und so. Ich frage mich halt wirklich, dass es mal irgendwann halt irgendwas damit zu tun hatte, wie deine Webseite halt performt. Das sehe ich auch heute noch so, klar, aber es ist halt ein ganz anderes Level,
weil gerade wenn du halt für den europäischen Markt irgendwie produzierst, dann ist halt das Low-End-Feature-Phone halt wirklich sehr selten im Race, ob also wie deine Seite jetzt performt. Weil die Leute haben halt alle hier dieses neueste iPhone für 1150 Euro in der kleinsten Version oder halt ein mega geiles Android für die Hälfte. Und da frage ich mich halt wirklich, müssen, also ist das das, was gerade wichtig für uns ist? Naja, jetzt, ne? Also ich lasse mich da gerne immer. Bei der Rheinischen Post, da habe ich mal geguckt, so nach so diesen, so einem typischen Midrange-Telefon und dann hast du halt am Tag schon deine 50.000 Besucher, die das benutzen, das war so ein Samsung Galaxy A51, glaube ich, oder so hieß das. Genau, also ich glaube, das rührt da so ein bisschen auch aus dieser Anfangszeit von den CSS in JS-Frameworks. Da gab es ja, wie hießen die denn nochmal? Die hatten doch so ganz bestimmte Namen und die haben dann, da wurde das CSS auch tatsächlich als JavaScript dann draufgelegt, dynamisch auf die Komponenten. So, da würde ich sagen, das ist jetzt vielleicht nicht so performant. Also alles, was es jetzt gibt, glaube ich, also sofern ich da nicht irgendwie schief gewickelt bin, erzeugt ja wirklich echtes CSS, das auch geladen wird, wie ein normales CSS auch. Meinetwegen auch ein Inline-Style, aber das ist jetzt kein JavaScript-Code, der ausgeführt werden muss, der dann diese Sachen nochmal drauflegt. Also das ist dann schon quasi fertig gebacken, liegt das da rum. Ja, und ansonsten kann ich halt nur an mir selber beobachten, dass ich mir den Quelltext von irgendwelchen Dingen nie angucke. Und also wenn ich das mache, dann nur, wenn irgendwas nicht geht und ich der Meinung bin, dass ich das irgendwie durch DevTools, Hackery gelöst bekomme, dass ich irgendwie einen Absenden-Knopf drücken kann und sowas, an den ich so nicht rankomme. Und dann öffne ich die und dann fällt mir manchmal auf, so, ui, weiß ich nicht, ob ich das Markup jetzt so sexy finde. Aber es ist eigentlich auch nicht, also solange es barrierefrei ist und schnell, ist es eigentlich egal, wie es aussieht. Weil es ist ja eben auch nicht für unsere Augen gemacht, sondern für die des Browsers. Und wenn der daraus dann am Ende das übersetzt, was wir brauchen, dann ist das ja in Ordnung. Ja, ich meine, es gab ja auch mal dieses Bestreben, ne? Du schreibst in den Quelltext rein, wer du bist und was du für eine, also irgendwie wer das Ding entwickelt hat und I don't know what. Und die Leute, die halt dann irgendwie hier Command U gedrückt haben, haben halt den schönsten Quelltext der Welt gesehen und alles irgendwie durch den Validator gejagt und so. Ein halbes Jahr später war es dann aber der Trend halt zu sagen, okay, aber du musst doch irgendeinen Weg finden, um dein Kack-HTML so klein wie möglich zu machen, weil dieser Whitespace, der da drin ist und dein doofer Kommentar, mit dem du neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchst, der kostet halt irgendwie 0,001 Sekunde und das wollen wir uns bitte sparen. Ja, dann war das halt wieder Trend und heute ist es doch, kein Mensch muss darüber mehr aktiv reden, weil das Leute für dich gelöst haben, die sich so viele Gedanken über solche Sachen gemacht haben oder wo so viel Schwarmintelligenz einfach sowas wie so ein Next.js, ja, da sind so viele Leute einfach involviert und da ist jeder kleine Bug irgendwie ausgemergelt und es ist irgendwie so viel Tree-Shaking in deinem JavaScript drin, wie du noch nie irgendwo gesehen hast. Und dein CSS wird dir on the fly generiert und irgendwie optimiert und auch tree-geshaked. Und auch tree-geshaked so. Und das ist ja auch ein zweiter sehr großer Vorteil neben dem Scoping von diesen JavaScript-Lösungen, dass die sich ja dadurch, dass die Template-Engine, dass die sozusagen so strukturiert ist, dass dann der Compiler genau weiß, welche Elemente gibt es eigentlich auf der Seite und er eben das bei dem CSS auch genau peilt, welches CSS wurde geschrieben und wie mappt das auf die vorhandenen Elemente, dass er dann eben auch sagen kann, ja, schau an, auf dieser Seite gibt es die ja gar nicht, die Elemente, dann lasse ich das CSS auch einfach mal weg. Und dann hast du hast halt dieses Code-Splitting. Das kriegst du ja mit den klassischen Lösungen
nicht hin, wo du halt einfach, also die von, die so nebeneinander herleben, ne? Dass die CSS-Welt lebt in einer, in einem, weiß nicht, CSS-Universum und die Template lebt in einem anderen Universum, in einem Handlebars-Universum, Tweak oder Blade oder was auch immer. Und es gibt halt keine Verknüpfung zwischen den beiden, so richtig, außer den deinem eigenen Kopf. Ja. Ja, und dann musste, also früher gab es dann nicht noch irgendwie Tools, die dann auch tatsächlich deine Seiten geparst haben und die Live-Seiten und dann geschaut haben, welche Selektoren sind da aktiv an CSS. Gibt's auch heute noch. Ja. Ja. Aber ja, das ist ja nicht so richtig praktikabel, ne? Dann wegen der funktionalen Klassen, die dann zum Beispiel on the fly in JavaScript applied werden. Ja, auch. Ja, genau. Ja. Mhm. So ist es, gell? Also wir halten fest, es gibt coole Lösungen für SCSS. Genau, es gibt insgesamt gute Lösungen. Auch SCSS finde ich auch nach wie vor super. Aber eben die JavaScript, die CSS in JS-Sachen. Die meinte ich eigentlich. Ja. Die gibt es ja auch in diversen Flavors, aber sind allesamt ja auch nicht verkehrt. Nö. Ja. Ja, genau, diverse Flavors, da fiel mir auch noch natürlich Styled Components ein. Das war so das erste, mit dem ich da in diesem Bereich irgendwie mal Kontakt hatte und deshalb auch Shoutout an den Max Stoiber, den wir hier ja auch schon mal vor längerer Zeit zu Gast hatten. Den müssen wir wahrscheinlich mal wieder einladen, falls der irgendwo Zeit findet. Aber das ist auf jeden Fall auch ein langjähriges Projekt in dem Bereich und ja, ich persönlich, also ich bin weiterhin großer Fan davon und es gibt mir halt so eine geile Experience irgendwie. Deswegen, für mich ist es gerade einfach, damit zu arbeiten. Und das ist halt irgendwie so das, was es für mich so gut macht irgendwie. Mhm. Genau, und wenn unsere Hörerinnen und Hörer da irgendwie auch Meinungen zu haben, also auf jeden Fall, habt ihr da Meinung zu? Aber wenn ihr da irgendwie noch fürs und widers ergänzen könnt, dann freuen wir uns da natürlich drüber. Gerne auch im Zuge einer zukünftigen Cookie-Bar einfach dazu schalten und das Thema nochmal auf den Tisch bringen. Oder eben bei uns auf der Seite unter workingdraft.de/468 unten bei den Kommentaren. Die lesen wir alle und freuen uns sehr. Oder eben auf Twitter. An @workingdraft. Yes, yes. Überall gibt's uns. Ach ja, bei YouTube kann man uns übrigens auch hören jetzt, ne? Seit neuestem. Ja. Wir probieren ja auch da uns, nachdem du rausgefunden hast, dass sehr viele Menschen YouTube zum Podcast hören benutzen. Einfach mal so die ganze Videobandbreite to waste gehen lassen. Ja. Ja, genau. Und deswegen jetzt, ich glaube, wir haben auch tatsächlich auf unseren Folgen manchmal Streams. Aber wir haben ja auch festgestellt, auch bei Spotify hat das einen Moment gedauert, bis dann ihr lieben Hörerinnen und Hörer bei uns auch irgendwie oder uns auch über Spotify und natürlich Fio, das will ich ja hier nochmal nicht unerwähnt lassen, ne, auch konsumiert. Und natürlich gibt es uns auch bei YouTube, youtube.com/workingdraft. Gibt es nicht. Dann, da kommt dann ein Suchfeld und da nochmal workingdraft eingeben. Und dann findet ihr sofort unseren Channel. Genau, nächste Woche wissen wir da schon, haben wir einen Gast, nee, ne? Themen, eine Gästin, nein, auch nicht. Themen vielleicht haben wir auch wir nicht, ja dann, vielleicht ist ja Peter wieder fit. So, genau, dann können wir uns nämlich nochmal mit dem schönen Thema Mutation Observer beschäftigen, wo du ja auch auf jeden Fall noch ein bisschen Research an den Start gebracht hast. Jo. Ja, genau, so machen wir das. Und wenn der Peter immer noch da niederliegt, dann fällt uns bestimmt auch noch was Schönes ein. Wenn ihr noch Themen habt, sagt Bescheid und kommt auf uns zu. Genau. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche und bis bald. Bis dann. Tschüss, Shep. Tschüss, liebe Zuhörenden. Tschüss, Hans. Tschüss, liebe Zuhörendinnen. Ciao.